auf zum fröhlichen Jagen. Hallo liebe Zuseher und Weidmanns Heil. Der spätestmögliche Termin im Februar führt uns vor einigen Jahren gemeinsam mit drei Freunden zur Muffeljagd nach Ungarn. Nach der Ankunft waren die Jäger rasch bereit zum ersten Pirschgang. Das Wetter war unangenehm feucht und der Schnee war geschmolzen. Die Pirsch hat erst begonnen und schon bekamen die Jäger einen Dammhirsch in Anblick. Das Dammwild hat gut ausgeprägte Wahrnehmungssinne. Es kann sehr gut sehen, hören und riechen. Wir Jäger sagen, Dammwild äugt, vernimmt und windet sehr gut. Dammwild lebt bevorzugt in lichten Waldbeständen mit Wiesen. Bei seiner Nahrungsaufnahme ist es grundsätzlich auf rohfaserreiche Esung eingestellt. Insgesamt erweist es sich als wenig wählerisch. Das natürliche Höchstalter des Dammwildes ist wiederkäuertypisch sehr eng an den Abnutzungsgrad der Zähne gekoppelt und liegt zwischen etwa 15 und 20 Jahren. Hier sehen wir einen jungen Dammhirsch. Der Dorn, also das Ende, das nach hinten zeigt, ist zwar gut ausgebildet, auch Aug- und Mittelspross, die für gute Zukunftshirsche gewünschte Schaufelbildung, ist aber nicht erkennbar. Nach kurzer Zeit, nachdem der Dammhirsch verschwunden war, zieht Rehwild heran. Ein zweijähriger Bock, der mit dem Schieben seines Geweihs nach dem Abwurf im Dezember wieder begonnen hat. Bast überzieht die noch weiche Geweihmasse. Im Hintergrund eine mittelalte, starke Rehgeiß. Bei der Jagd spielt der Wind eine große Rolle. Passt er nicht, kann man noch so vorsichtig pirschen, man wird keinen Erfolg haben. Und so war es dann auch, weshalb die Hoffnung auf einen der nächsten Ansitze oder Pirschen ruhte. Der nächste Ansitz führte die Jäger an eine Kante eines tiefen Grabens. Am Gegenhang in ziemlich weiter Entfernung war eine lange Waldschneise, wo nach kurzer Zeit Rot-Kahlwild, ein Tier mit seinen beiden Kälbern, auszog. Bald darauf auch das erste Muffelwild. Ein Widder in seinem zweiten Lebensjahr, und wenige Minuten später ein Schaf mit seinem Widderlamm. Muffelwild gehört zur Familie der Wildschafe. Ihr Lebensraum sind lichte Mischwälder mit steinigen Böden, die sie zur Klauenpflege brauchen. Muffelwild ist ständig in Bewegung. Das Schaf mit Lamm und jungen Widder waren mittlerweile weggezogen, als vor den Jägern ein junger, etwa dreijähriger Bassbock sowie eine Geiß mit Geißkitz, erkennbar an der Schürze, heranzog. Beim Bock und beim Kitz war zu erkennen, dass sie sich beide am rechten Vorderlauf leicht verletzt hatten, jedoch nicht so stark, dass eventuell sogar ein Hegeabschuss trotz Schonzeit notwendig gewesen wäre. Mittlerweile ist im Graben ein Rudel Muffelwild aufgetaucht. Die Spannung steigt. Ist eventuell ein passender wieder dabei? Das ist klein, ne? Oben ist es gut, unteren ist es gut. Jetzt gut.
gerade Rex, Rex. Rex, ja. Oh, kurwa, mein Gott. Was ist denn? Stück für Stück zog über die Schneise. Auch der vorletzte Widder war trotz Jagdfieber, vor allem beim Pirschführer, bei Weitem nicht reif. Ein Muffellamm tritt auf der Schneise am Plateau aus, wenn man bedenkt, dass bei den ab März gesetzten Lämmern im ersten Monat bereits das Gehirnwachstum einsetzt und nach einem Jahr ungefähr 20 cm betragen sollte, dann handelte es sich bei diesem Muffellamm um ein schwaches Stück. Das Lamm wurde dennoch nicht freigegeben und so warteten die Jäger weiter auf einen reifen Widder. Was im ersten Moment ein passender Widder zu sein schien, stellte sich dann doch nur als junger Widder heraus. Sogar zwei junge Widder, wobei der linke mit der weißen Schabracke, das ist der weiße Sattel am Ziemer, in den nächsten Jahren zum Einwachser werden könnte. Am Ende einigten sich die Jäger darauf, auch diesen wieder nicht zu erlegen. Unter uns gesagt, eine Erlegung eines Widders am Futterplatz wäre für uns auch nicht erstrebenswert gewesen. Somit blieb der Jagderfolg aus, aber dennoch, es ist auch der Anblick, der das Jägerherz erfreut. Am letzten Abend lagen drei Widder, jeweils der erste für unsere Freunde. Wie es die Tradition haben will, wurde jeder von ihnen zum Muffeljäger geschlagen. Die Freude war jedem ins Gesicht geschrieben. Jagen mit Freunden ist herrlich, die Tage und Stunden unvergessen, Weidmanns Heil. Musik.